Der Fluch des Hungers. Der Schnee unter ihren Füßen knirschte bei jedem Schritt. Dicht lang die weiße, unberührte Schneedecke zwischen den Bäumen des dichten, immergrünen Nadelwalds der unendlich scheinenden Tundra Saskatchewans. Hier draußen, unzählige Kilometer von der nächsten Siedlung, der nächsten Menschenseele entfernt, wäre es nur eine Frage der Zeit, nur eine Sache von Stunden, bis die Eiseskälte des kanadischen Winters sich nicht nur ihrer bereits tauben Füße und Hände, sondern schließlich auch ihres Herzens und ihres ganzen Körpers bemächtigt hätte. Nur eine Frage der Zeit, bis das Blut so weit abgekühlt war, dass sich Eiskristalle in ihrem Inneren bilden würden. Eiskristalle wie die in ihren steif gefrorenen weißblonden Haaren, die selbst wie Schnee aussahen. Knirschen bei jedem Schritt. Atemwölkchen vor ihrem Gesicht, die sofort gefroren, sobald sie ihren Schal benetzten. Die dunkelrote Wolle war bereits genauso steif gefroren wie ihre Haare. Erschöpft ließ sie sich auf die Knie fallen. Die Kälte hatte sie bereits so weit durchdrungen, dass es keinen Unterschied mehr machte, ob ihre Jeans von schneidendem Wind oder der Schneedecke umschlossen war. Sie sank einige Zentimeter ein, stützte die tauben Hände vor sich ab. Die knirschenden Schritte hörten nicht auf. Sie sah auf. Ihr Blick wanderte erschöpft und ratlos durch die Bäume vor sich hin. Dann schrie ein Vogel, das einzige Lebenszeichen in dieser weißen, gefrorenen Hölle. Sie schaute gen Himmel. Doch war der Gedanke an den Vogel sofort verschwunden. Sie starrte nur noch auf die leeren Augenhöhlen des Tierschädels, der sich dort auf Höhe der Baumkronen befand. Die baumhohe Gestalt kam näher. Sie neigte den Kopf zu ihr herab. Das Geweih streifte die nebenstehenden Nadelbäume. Diese gaben krächzend nach, doch die Gestalt interessierte sich nicht dafür. Für die Gestalt gab es nur eine Sache, die von Interesse war: den fast erfrorenen Menschen vor ihren Füßen im Schnee. Die junge Frau sah der Gestalt unentwegt in die Augen. Die weißblonden Haare waren gefroren, die Wangen und Ohren von der Kälte gerötet. Selbst die Wimpern um die hellblauen Augen herum waren von weißen Schneekristallen durchsetzt. Die Gestalt näherte weiter ihren Kopf. Der Mensch vor ihr zuckte nicht einmal zurück. Beinahe erfroren und durch den Anblick gebannt, vermochte sie nur noch zurückzustarren. Die Gestalt hob die Hand, die langen, dünnen Krallen ausgestreckt. Der Mensch blickte hinab. In der offenen Hand der Gestalt lag ein Streifen Trockenfleisch. Die junge Frau hob eine schneebedeckte, eiskalte Hand und streckte sie der Gabe entgegen. Sie hatte so einen Hunger. Tag 1. Mit einem Knallen ließ Ellie die Tür des Pickup-Trucks zufallen. Sie schulterte den vollgepackten Wanderrucksack und umrundete das rostrote Fahrzeug. Das war alles, verkündete Richie und stellte die letzte Zelttasche auf den laubbedeckten Boden des Parkplatzes. Die Bäume um sie herum trugen vereinzelt braune, rote und stellenweise noch grünliche, wenn auch bereits ins gelblich gehende Blätter. Die meisten jedoch waren dunkle Nadelbäume, die ungeachtet der Jahreszeit ihr grünes Kleid behielten. Ellie zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu und sah sich auf dem unscheinbaren kleinen Parkplatz am Rande des Candle Lake um. Auf dem Wasser des Sees glitzerte die Nachmittagssonne. Doch ein kühler Wind bestätigte Richies Vorhersage, dass sie sich lieber warm anziehen sollte. Neben Richies 15 Jahre alten Truck, der seiner Familie seit der Geburt von dessen Bruder Louis begleitete, fanden sich noch der kleine Bus von Hannah und Beth sowie der Pickup von Josh am Rande des herbstlichen Parkplatzes, eines der vielen National Forests Saskatchewans. Die kleine Gruppe sammelte sich, das Gepäck für den mehrtägigen Wander- und Campingausflug auf den Schultern. Ellie streckte sich.
Es war keine lange Fahrt von Regina aus gewesen, keine 3 Stunden. Doch war es für das junge Au-pair noch immer keine Gewohnheit, durch die Weiten Kanadas zu fahren. Sie war erst seit 3 Monaten bei Richies Familie, genauer bei dessen Eltern und seinen 3 kleinen Geschwistern, während Richie selbst bereits ausgezogen und nach Montana gezogen war, um zu studieren. Was gemischte Gefühle bei seinen Eltern ausgelöst hatte, die ihn gern an der heimischen Universität der First Nations gesehen hätten. In den letzten 3 Monaten hatte Ellie sich eingelebt, an den Tagesrhythmus des Akademikerpärchens und dessen kulturelle Besonderheiten gewöhnt. Die gelebte Kultur der First Nations mit eigenen Augen zu sehen, war für die junge Deutsche genau das Abenteuer, das sie sich nach dem Schulabschluss gewünscht hatte. Meist bestand ihr Alltag zwar aus der unspektakulären Versorgung von Richies jüngeren Geschwistern, vor allem der 2-jährige Gabe und die 5-jährige Rachel mussten behütet werden, während die Eltern zur Lehre an die First Nations Universität fuhren. Louis, der 15-jährige Sohn, brauchte Ellie höchstens als Privattaxi, wenn sie dann mal die Zeit fand. Aber dieses Wochenende würde Ellie keine Windel wechseln, keine Mahlzeit aufwärmen, niemanden zum Sport fahren oder streitende Kinder trösten. Dies sollte ihr erster Ausflug in die Natur Kanadas sein, den sie als freies Wochenende in vollen Zügen auskasten wollte. Dean schlenderte von Joshs Wagen zu Ellie und Richie herüber. Auch er hatte sein Gepäck geschultert. Dazu auch einen guten Teil von Joshs Ausrüstung. Dennoch sah er nicht angestrengt aus. Mit dem typischen Körperbau eines College-Athleten war dies keine Herausforderung. Auch die junge Frau an seiner Seite war ebenso beladen. Ihre mit Sommersprossen übersäten Wangen waren von Wind gerötet. Doch man sah auch an ihr, dass sie gewohnt war, körperlich zu arbeiten. Der 3. im Bunde war der dürre, beinahe ausgemergelt aussehende Josh, der dem befreundeten Pärchen mit leichterem Gepäck folgte. Ellie sah zum letzten Wagen, dem der beiden Zwillinge, herüber. Beth und Hannah luden gerade das letzte Gepäckstück aus. Dann setzten sie sich beinahe synchron in Bewegung. Selbst die dunklen Haare wippten annähernd synchron bei jedem Schritt auf und ab. »Dann wollen wir mal los«, verkündet Richie. »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« Sein bester Freund Dean lachte. »Jetzt mach deiner Schwester auf Zeit mal keine Angst.« Er knuffte Richie mit der freien Hand gegen die Schulter. »Wenn wir das schon einen weiten Weg nennen, muss es für sie ja unendlich weit sein.« Ellie lächelte zurückhaltend. »Richie hat mich schon vorgewarnt und mir den Weg auf der Karte gezeigt. Ich weiß, worauf ich mich einlasse.« »Na, dann ist ja gut.« Dean grinste sie noch einmal schelmisch an. Dann drückte er die Hand seiner Freundin Haley fester und ging mit ihr voraus, auf den Wanderweg zu. Von beiden waren nur noch die hochbepackten Wanderrucksäcke zu sehen. Die Zwillinge folgten den beiden. Auf Ellies Höhe drehte sich Beth nochmal um und zwinkerte ihr zu. »Lass dich von den Chaoten nicht ärgern. Jedes Mal, wenn wir 6 uns wiedersehen, mutieren sie zu Teenagern.« Ellie setzte sich ebenfalls in Bewegung. Das Laub knirschte unter ihren Füßen. Es hatte in den letzten Tagen nicht geregnet und auch für das kommende Wochenende war trockenes Wetter angesagt. Zwar sollte es noch bedeutend abkühlen, typisch für Ende Oktober, aber dank Richies Vorbereitung machte sie sich keine Sorge. Es war nicht der erste Ausflug dieser Art. Das merkte man an der gesamten Gruppe. Bereits seit ihrem Schulabschluss hatte die 6er-Gruppe die jährliche Tradition etabliert, zum Halloween-Wochenende zusammenzukommen und gemeinsam zu zelten. Auch wenn ihre Lebenswege sich auseinandergetrieben hatte, dieses jährliche Wiedersehen ließen sie sich nicht nehmen. Dieses Jahr hatte sich nur noch Ellie der Truppe anschließen dürfen. Richie hatte förmlich darauf bestanden, seine 18-jährige Schwester auf Zeit zu entführen und ihr das wahre Kanada zu zeigen. Auch wenn es ihn fürs College in die USA verschlagen hatte, war sein kanadischer Nationalstolz und vor allem seine Identität als Mitglied der First Nations untrennbar mit seinem Wesen verbunden. Als letztes betrat Richie den Wanderpfad. Niemals ließ er jemand anderes zuletzt gehen. Schon gar nicht Josh, der als Schwächster der Gruppe andernfalls Gefahr lief, unbemerkt zurückzubleiben. Diesem schien die Arbeit auf dem Fischfänger, auf dem er vor 2 Jahren in Alaska angeheuert hatte, nicht gut getan zu haben. Richie hatte erzählt, dass der große, mittlerweile dürre Mann seinem Weggang aus Regina mit jedem Mal, das sie ihn gesehen hatten, sichtlich abgebaut hatte. Die Gruppe machte sich Sorgen. Sie hätten ihn auch schon auf eventuelle Probleme angesprochen, doch aus Josh sei nichts herauszubekommen.
So zumindest hatte man es Ellie erzählt. Sie lief vor Josh, hinter Beth und Hannah her, kam aus dem Staunen nicht heraus. Zwar war es nicht die erste Wanderung, die sie in den letzten 3 Monaten unternommen hatte, doch war es das erste Mal, dass sie so weit ab jeder Zivilisation war. Zu Hause in Deutschland waren die Dörfer in ihrer Heimat niemals mehr als 10 Kilometer voneinander entfernt. Hier waren 10 Kilometer reiner Natur nichts im Vergleich zu dem, was sich vor ihnen noch gen Norden erstreckte. Die Nadelbäume erstreckten sich weit in den blauen Herbsthimmel und die Sonne wanderte langsam weg vom Zenit und gen Horizont. In wenigen Stunden, noch vor 6 Uhr am Abend, hätte der Tag für heute sein Ende gefunden und die helle Scheibe wäre hinter den Bergen in der Ferne verschwunden. Da mussten die Zelte stehen, das Lagerfeuer brennen und alle sicher beisammen sein. Andernfalls würden sie in der Dunkelheit durch den Tundrawald stapfen. Ellie vertraute der erfahrenen Gruppe. Selbst wenn sie nicht gut vorankämen, hatte Richie ihr auf der Karte neben den geplanten auch die optionalen Campingstellen gezeigt. Und wenn es hart auf hart kommt, stellen wir die Zelte auch mitten auf den Weg. Das wäre nicht das erste Mal. Nach 2 oder 3 Stunden der Wanderung erreichten sie die geplante erste Raststation. Ellies Schultern schmerzten, ihre Füße protestierten und sie ließ sich dankbar auf einen Baumstamm sinken, als den verkündete, dass es das für heute war. Die anderen legten ihr Gepäck ab und sofort begannen die Zwillinge, Dean und Richie, mit dem Aufbau der Zelte. Josh ließ sich ebenfalls erschöpft neben Ellie sinken, während Haley sich daran machte, ein Lagerfeuer aufzustapeln. Ellie beobachtete fasziniert das Zusammenspiel der eingespielten Gruppe. In Windeseile standen 3 Zelte da. 2 klassische Mehrpersonenzelte aus dem Outdoor-Fachgeschäft und ein traditionelles First Nations-Tipi. Wenig später war es bereits dämmerig und kühlte merklich ab. Doch das knisternde Lagerfeuer in ihrer Mitte wärmte Ellies erschöpfte Füße und spendete auf den Gesichtern tanzendes Licht, während sie ihren Proviant verspeisten und miteinander lachten. Ellie entspannte sich zunehmend in der behaglichen Wärme und lauschte den 6 Freunden, die sich gegenseitig auf den neuesten Stand brachten. Dean und Richie erzählten von ihrem Studium, vor allem den College-Partys aus Montana. Haley, die Deans Hand nicht losließ, unterhielt die anderen mit Anekdoten aus ihrem Beruf als Krankenschwester und wurde nicht müde, Seitenhiebe gen USA und deren Krankenversorgung auszuteilen. Hannah und Beth ergänzten die Erzählung ihres Zwillings so organisch, dass Ellie noch immer nicht ganz durchschaut hatte, wer von beiden nun in der Produktionsfirma arbeitete und wer von beiden Geologie in Regina studierte. Einzig Josh war kurz angebunden. Vielleicht war schon immer der Introvertierteste der Gruppe gewesen. Ellie hatte lediglich Erzählungen gehört. Sie saß zwischen Richie und Hannah auf einem Campingstuhl und ließ den Blick hin und her wandern, während ihre Augen immer müder wurden. Sie war bereits 1 oder 2 Mal eingenickt, als Dean aufstand, sich streckte und verkündete, dass es Zeit wäre, in den Zelten zu verschwinden. »Der Chief hat gesprochen«, scherzte Richie und half erst Ellie, dann Josh, sich zu erheben. Auch Ellie streckte sich und hörte, wie ihre Schultern knackten. Sie gähnte herzhaft. Nach einem halben Vormittag, an dem sie sich noch um Rachel und Gabe gekümmert hatte, hatte die Wanderung an der frischen Luft gut getan, sie aber auch merklich erschöpft. Sie sah sich um. Hannahs und Beth wilde schwarze Afrozöpfe verschwanden bereits im ersten Zelt. Joshs dünne Silhouette huschte ebenfalls am Feuer vorbei und auf den Eingang des Zeltes zu. Dean und Haley kümmerten sich an diesem Abend offenbar noch um das Lagerfeuer und verabschiedeten Richie und Ellie schon in deren Tipi. Gerne hätte Ellie noch etwas mit ihrem großen Bruder auf Zeit gequatscht, die Zeit genutzt, die sie zusammen hatten, ehe der Alltag weiterging, indem sie sich um seine kleinen Geschwister kümmerte und er wieder in die USA zurück musste. Doch kaum hatte sie den Reißverschluss des Schlafsacks zugezogen und den Kopf auf das Kissen sinken lassen, fielen ihr auch schon die Augen zu. Der Jäger hörte die Schritte seines Opfers auf der weißen, dichten Schneedecke. Der erste Schnee des Jahres, doch hinterließ der Jäger keine Spur. Behendig sprang er von Baumspitze zu Baumspitze. Nie ließ er seine Beute aus dem Blick.
Die weißblonden Haare hoben sich kaum vom weißen Schnee ab, doch der Jäger hatte gute Sicht. Die leeren Augenhöhlen des Tierschädels brauchten keine Pupille, keine Iris, keine Netzhaut, um zu sehen, was der Jäger sehen musste. Lange, lange war es her, dass der Jäger einst eine Nase gebraucht hatte, den Duft der Angst seines Opfers zu riechen. Sie hatte ihn noch nicht bemerkt, noch lange nicht. Sie suchte den Weg heraus aus dem Wald, fort vom schneebedeckten Unterholz. Aber sie lief in die falsche Richtung. Natürlich lief sie in die falsche Richtung. So funktionierte schließlich seine Falle. Elli, krächzte er erneut. Sie folgte seinem Klang und bald würde sie es nicht nur im Schlaf tun, bald würde sie den Jäger nicht wieder vergessen, wenn sie am nächsten Morgen erwachte. Bald wäre sie sein. Tag 2. Der Tag begann noch weit vor dem Sonnenaufgang. Ellie wurde aus dem Weiß ihres Traumes gerissen, als Richie mit einem Surren den Reißverschluss seines Schlafsacks öffnete. »Guten Morgen«, begrüßte er sie fröhlich. Draußen war es noch dunkel, aber die Sonne würden sie ohnehin nicht vor 7:30 zu Gesicht bekommen. Ellie streckte sich und schälte sich dann ebenfalls aus ihrem eigenen Schlafsack, während Richie bereits aus dem Tipi trat und einige Schritte ins Unterholz verschwand. Sie zog den BH unter ihrem Shirt an, dann schloss sie den Reißverschluss ihrer Jacke und schlüpfte in die Wanderstiefel. Der Blick auf ihr Handy verriet 2 Dinge. Erstens hatte sie hier kein Netz und zweitens war es gegen 6:30 in der Früh. Genau die richtige Zeit aufzustehen und sich ausführlich für den Tag zu stärken, wenn sie das angepeilte Mindestziel des Tages schaffen wollten. Als sie das Tipi verließ und einen tiefen Atemzug der frischen Waldluft in die Lunge sog, wurde sie bereits von Beth begrüßt. »Es riecht nach Schnee«, verkündete die Ellie um einen halben Kopf überragende Frau, deren dichte schwarzen Haare heute zu 2 kugelförmigen Zöpfen an der Seite ihres Kopfes gebändigt waren. Hannah trat zu ihr, einen dampfenden Becher in der Hand. »Und, gut geschlafen?«, wandte sie sich an Ellie, nachdem sie ihrer Schwester ebenfalls einen Schluck abgegeben hatte. Ellie nickte. »Ah, wie ein Stein. Ich war viel zu erschlagen, um nicht gut zu schlafen.« Beth lachte. »So geht es allen auf ihrer ersten Wanderung.« Haley und Dean gesellten sich zu ihnen ans Lagerfeuer und verteilten die Frühstücksration unter ihnen. Nur Josh schien noch eine weitere Einladung zu brauchen. Richie steckte bei seiner Rückkehr aus dem Unterholz mit hochgezogener Augenbraue den Kopf in das Zelt, das sich die Zwillinge mit Josh teilten. Dean hatte die Karte vor sich ausgebreitet und im beginnenden Licht des Tages betrachteten sie ihre heutige Route. »Wenn wir gut vorankommen, könnten wir dort«, er zeigte auf eine Stelle der Karte, an der Ellie einen kleinen See zu ahnen, meinte, »Mittagspause machen und etwas baden. Und dann, baden? Ist das nicht viel zu kalt?« wunderte sich Ellie und unterbrach die Ausführung. Einstimmiges Lachen aus der Gruppe antwortete ihr. »Das kommt darauf an, was du als zu kalt erachtest«, entgegnete Haley und grinste sie an. »Um mal ein paar Klischees zu erfüllen, wir frieren nicht so schnell«, fügte Beth hinzu. »Du musst natürlich nicht mitmachen«, beruhigte Hannah die etwas perplexe Ellie. »Da das geklärt ist«, fuhr Dean fort, »unser Tagesziel. Wir müssen mindestens bis hierhin kommen, am besten sogar hierhin. Und wenn wir richtig gut vorankommen, überbieten wir sogar unseren Rekord von vor 3 Jahren.« »Ich fürchte, das wird nichts«, murmelte Josh. Erst hatte Ellie Angst, dass er sie damit meinte. Sie hatte ohnehin das Gefühl, die deutlich besser trainierte und erfahrene Gruppe aufzuhalten. Dann sah sie die Blicke seiner Freunde auf Josh und ihr wurde klar, dass nicht sie, sondern er das schwächste Glied der Kette war. »Wir müssen nichts überstürzen. Wenn wir etwas weniger ambitioniert vorangehen, können wir außerdem Ellie mehr von der Natur zeigen. Was hat sie denn davon, wenn sie sich nur darauf konzentrieren kann, hinter uns herzukommen?« Richie knuffte Ellie spielerisch in die Seite. »Entsteht der Plan für heute, ja. Sehr gut, auf geht's, Donnerparty!« verkündete Dean und erntete vereinzelte Lacher aus der Gruppe. Auch wenn Ellie mit dem Spitznamen der Gruppe nichts anfangen konnte, lächelte sie mit. Dann machten sie sich gemeinsam daran, die Zelte abzubauen, und der zweite Tag ihrer Wanderung
konnte beginnen. Die Gruppe schien sich Richies ermahnende Worte auf die schwächeren Mitglieder der Gruppe, vor allem Ellie und den nicht explizit ausgesprochenen Josh, Rücksicht zu nehmen, zu Herzen genommen zu haben. Mit deutlich angenehmerem Tempo stapfte Ellie hinter Hannah und Beth her. Auch den anderen merkte man die gemütlichere Wanderung an. Haley und die Zwillinge waren unaufhörlich am Reden und Lachen. Auch Dean und Josh warfen von Zeit zu Zeit einen Witz oder Kommentar ein. Um sie herum wurde der Tundrawald zusehends dichter und dunkler. Zwar befanden sie sich noch auf einem offiziellen Wanderweg, doch war es scheinbar keiner der meistgenutzten und schon keiner, der einem jeder x-beliebigen Touristenführer empfehlen würde. Die kühle Luft war erfüllt vom Duft der Bäume, der Erde und von Zeit zu Zeit auch vom Geruch eines Tieres, das erst vor kurzem diesen Weg gekreuzt hatte. Ansonsten war sie so klar und frei von den gewohnten Belastungen und Verunreinigungen, dass sich Ellie fragte, ob sie je so frei geatmet hatte wie jetzt. Auch die Geräuschkulisse war minimalistisch. Der Wind ließ ab und zu die Äste knarzen oder trug den Schrei eines Vogels heran. Weil nicht gerade ein Knacken aus dem Unterholz die Anwesenheit eines Tieres verriet, wirkte es, als wären die Sieben allein auf der Welt. Nur ihr Lachen und ihre Stimmen wurden in der Natur getragen. Ellie betrachtete gedankenverloren einige über ihnen vorbeiziehende Wolken, als Beth ihr in die Seite stupste und ihr eine Wasserflasche anbot. Erst jetzt bemerkte Ellie ihren Durst. Wie lange wanderten sie schon so durch den Wald? Meditativ hatte sie in den letzten Stunden einen Schritt vor den anderen gesetzt und weder bemerkt, wo sie langgingen, noch wie lange es her war, dass sie das letzte Mal eine Pause gemacht hatten. »Danke«, sie nahm Beth die Flasche ab und trank einen großen Schluck. Wohltuend floss die kalte Flüssigkeit ihren Hals hinab. Jetzt, da der Durst gestillt war, begann auch ihr Magen zu knurren. So laut, dass selbst Beth es gehört haben musste, denn sie grinste Ellie an. »Mittagspause ist auch bald, keine Sorge.« Hannah ließ sich ebenfalls bis auf die Höhe der beiden zurückfallen. »Hat Richie dir schon von unserer allerersten Wanderung erzählt?« grinste sie und zwinkerte besagtem Richie hinter ihnen zu. Josh begann wissend zu lachen. »Als ob«, rief Dean von vorn. »Okay, jetzt bin ich neugierig. Was ist passiert?« fragte Ellie. »Unsere erste Wanderung«, begann Beth mit verstellter Stimme, als erzählte sie einer Gruppe Kinder am Lagerfeuer die erste Gruselgeschichte ihres Lebens. »Es war vor 5 Jahren. Wir waren damals noch alle in der Schule, kurz vor unserem Abschluss.« »Zumindest die meisten von uns«, warf Haley ein. »Schnauze, Küken«, entgegnete Josh. »Das Küken ist ja jetzt wohl offiziell Ellie«, antwortete Haley gespielt entrüstet. »Wie auch immer«, fuhr Beth lachend fort und bemühte sich, ernst zu bleiben. »Wie auch dieses Jahr war es bereits Ende Oktober und wir machten uns kurz vor Halloween auf den Weg in die Wälder. Wir hatten noch keine Ahnung, worauf wir uns einließen, aber unser erfahrener Jäger und Sammler bestand darauf, seinem Erbe als First Nations-Mitglied gerecht zu werden.« Sie zwinkerte Richie zu. »Wir campten also nicht auf einem der ausgewiesenen Plätze oder etwa auf einem uns empfohlenen. Nein, wir schlugen unsere Zelte mitten im Wald auf. Abends am Lagerfeuer übertrieben wir es dann vielleicht ein wenig mit gut gemeinten Reinigungsritualen.« »Ach so, Reinigungsrituale nennen wir das jetzt. Ich hätte ja gesagt, wir haben uns die Birne weggekifft«, kam es von vorne. »Dean, halt die Klappe«, lachte Haley. »Wir waren auf jeden Fall alle jung, dumm, das erste Mal voll drauf und dazu allein im Wald, in dem wir uns außerdem nicht auskannten.« Hannah übernahm Beths Erzählung. »Und dann begann es. Wir wissen bis heute nicht, was es war, aber Richie und Dean schwören auf alles, was ihnen heilig ist, dass dort etwas war, das uns beobachtet hat.« »Da waren Augen«, protestierte Dean, »und ihr wart alle nur zu bekifft, um euch ordentlich umzusehen.« Hannah schüttelte amüsiert den Kopf. »Den Rest der Wanderung haben sie immer wieder behauptet, etwas zu sehen. Und dann hat sich Richie den Fuß gebrochen, weil er uns beweisen musste, dass der Weg sicher ist.« Er war es nicht«, seufzte Richie und schüttelte theatralisch den Kopf. »Wie seid ihr wieder heimgekommen?«, fragte Ellie. »Wir mussten diesen Idioten tragen«, Josh boxte Richie bei diesen Worten spielerisch in die Seite, worauf die beiden mit einem angedeuteten Boxkampf begannen. »Jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen, werden sie zu Teenagern«,
Beth schüttelte den Kopf. Meine Rede, antwortete Haley von vorne. Apropos erste Wanderung, erkennt ihr diesen Ort? Unterbrach Dean das Geplänkel. Alle blieben stehen. Sie hatten eine Anhöhe erreicht. Die Bäume um sie herum waren ausgedünnt und irgendwoher hörte Ellie ein Flussrauschen. Ja, rief Haley erfreut aus. Das war unser zweites Nachtlager. Und aus dem Fluss haben wir uns dort noch selbst unser Abendbrot gefangen, erinnerte sich Josh. Hat ja auch nur den halben Nachmittag gedauert. Dean kramte in seinem Rucksack. Dann reichte er Josh einen Angelköder. Ach, das wird mit deiner Erfahrung der letzten 2 Jahre ja dieses Mal deutlich schneller gehen. Auf einem Fischerboot zu arbeiten ist nicht das gleiche wie am Fluss zu angeln, protestierte er. Enttäuschend, Dean schüttelte den Kopf. Da müssen wir uns wohl mit den Ködern als Abendessen begnügen. Mit ausgestrecktem Arm, den Köder zwischen den Fingern, ging er langsam auf Hannah zu. Diese wich kreischend zurück zur großen Belustigung ihrer Schwester und aller anderen. Sie hatten trotz allem schnell einige Fische für ein verspätetes Mittagessen gefangen. Von Deans Plan, einen neuen Streckenrekord aufzustellen, hatte sich die Gruppe schnell verabschiedet. Vielmehr schien der gezwungene, gemütliche Marsch durch Ellies Unerfahrenheit die Gruppe in ihre Albernheiten der ersten Jahre zurückgeworfen zu haben. Sie saßen um ein kleines Feuer, das sie nur zum Braten der Fische gebraucht hatten, und ließen noch einen Beutel mit getrockneten Früchten als Nachspeise herumwandern. Ellie verschwand vor dem erneuten Aufbruch noch einmal in die Büsche, um sich zu erleichtern. Einige Schritte von der Gruppe entfernt war die Stille der Natur erst richtig zu erfassen. Nur das Rauschen des Flusses war zu hören, vereinzelte Insekten, dann ein Vogelschrei und ein Knacken oder Krachen im Unterholz nicht weit weg. Vielleicht ein Reh oder gar ein Elch? Gab es hier in der Ecke denn Elche und waren die am Ende vielleicht gefährlich? Sie beeilte sich, die Hose wieder zu schließen und stapfte zwischen den Sträuchern hindurch wieder zu ihren Freunden. Josh war totenbleich. Besorgt kniete Beth neben ihm. Haley hatte 2 Finger in seinem Hals. Scheinbar fühlte sie seinen Puls. Er starrte nur in die Richtung, aus der Ellie das Knacken vermutet hatte. Also doch ein Elch oder ein Bär? Ist er okay? Fragte sie Hannah leise. Hannah schüttelte unschlüssig den Kopf. Wohl Kreislaufprobleme oder so. Er ist einfach plötzlich weiß wie ein Blatt Papier geworden und hat sich nicht mehr bewegt. Josh flüsterte etwas, das Ellie zunächst nicht verstand. Dann aber meinte sie, ich hab es gesehen, daraus zu erkennen. Als sie ein paar Schritte näher kam, schoss Joshs Kopf mit einem Mal herum und er fixierte Ellie. Seine Augen wirkten animalisch, wie die eines Raubvogels, vielleicht einer Eule. Und sein Blick ließ sie für einige Sekunden nicht los. Dann blinzelte er und sein Blick war wieder normal. Er legte eine Hand auf Haleys, die noch immer damit beschäftigt war, seine Vitalzeichen zu kontrollieren. Danke, es ist schon besser, ich brauche wohl nur noch einen Schluck Wasser oder so. Niemand außer Ellie schien Joshs gemurmelte Worte verstanden zu haben. Oder niemand außer ihr maß ihnen Bedeutung bei. Nach einer kurzen Pause, bis Josh sich wiederholt hatte oder sein Gesicht zumindest zu seiner normalen Hautfarbe zurückgekehrt war, brachen sie langsam wieder auf. Sie kamen langsamer als am Vormittag voran. Die Gruppe nahm nur noch Rücksicht auf Josh. Denn selbst die unerfahrene Ellie hielt problemlos und ohne sonderlich in Schwitzen zu geraten mit. Sie begann sich Gedanken zu machen. War Josh krank? Richie hatte nur erwähnt, wie viel sein alter Freund über die 2 Jahre in Alaska abgenommen hatte und wie er sich zurückgezogen hatte. Richie hatte vermutet, Josh vermisse die Heimat und leide unter der Entfernung zu seiner Familie. Vielleicht steckte auch eine körperliche Erkrankung dahinter. Niemand hatte dazu bisher ein Wort aus ihm bekommen. Nur mit Haley hatte er versucht zu sprechen. Immer unterbrochen durch Deans Anwesenheit, an der er sich scheinbar nicht öffnen wollte. Ellie nahm sich vor, Josh heute anzusprechen. Sie wusste, was sie gehört hatte, und vielleicht fiel es ihm leichter, sich der jüngeren Frau anzuvertrauen, die ohnehin nicht mehr länger als 9 Monate in Kanada bleiben würde. Wenn es ihm so unangenehm wäre, nachdem er sich anvertraut hatte, war sie immerhin bald wieder weg. Doch auf der Wanderung selbst ergab sich in dem gesamten Nachmittag über keine Chance. Immer waren sie umgeben von den anderen, nie ließen sie sich gegenseitig aus den Augen, was in den Weiten der Natur wohl auch überlebensnotwendig war.
Wenn Ellie den Rest der Gruppe verlieren würde, wüsste sie nicht, in welche Richtung sie gehen müsste, um zurück in die Zivilisation zu kommen. Geschweige denn, wäre sie allein zu so einer Wanderung in der Lage. Die Stimmung war noch immer fröhlich, doch nicht mehr so ausgelassen wie noch vorhin. Ellie spürte deutlich die Rücksichtnahme ihrem Freund gegenüber. So entging auch dem Rest der Gruppe nicht, dass Josh sich immer wieder umsah. Doch niemand außer Ellie schien den Grund, Knacken, Krachen, Geräusche aus dem Unterholz und aus den Baumwipfeln bemerkenswert zu finden. So dass auch Ellie schloss, es wären wohl normale Geräusche des Waldes, auf die Josh nur aus irgendeinem Grund sensibel reagierte. Und diesen Grund musste sie herausfinden. Am Abend prasselte wieder das Lagerfeuer behaglich in der Dunkelheit. In der Ferne schrie eine Eule oder ein Kauz. Ellie hatte sie noch nie auseinanderhalten können. Auf angespitzter Stöcke hatten sie die fluffigen weißen Marshmallows gesteckt und rösteten sie über dem Feuer. Zumindest den anderen gelang es meistens, genau die richtige Bräune zu erreichen. Ellies kleine weiße Zuckerwolken versuchten hingegen, durch plötzliche Schmerzen zu entkommen. »Du musst sie weiter oben halten und dann immer mal den Stock drehen«, wies Richie sie an. Auch jetzt, nach einem Tag ohne weitere unerwartete Ereignisse, sah Ellie wie die anderen immer wieder einen fürsorglichen Blick auf Josh warfen. Meist, wenn er es nicht bemerkte. Wenn er es doch mitbekam, reagierte er meist abwehrend. Mal warf er ein Marshmallow auf Dean, dann wieder warf er Haley eine Kusshand zu oder starrte zurück. Beth und er hielten so ein Blickduell ab, das nach der wahrscheinlich längsten Minute der Welt Josh gewann, da Beth sich lachend abwandte. Ellie aß das erste erfolgreich geröstete Marshmallow des Abends, als Beth und Haley sich gähnend verabschiedeten. Dean folgte seiner Freundin bald darauf, nur noch Josh, Hannah und Richie saßen noch bei Ellie. Langsam wurde auch sie müde und versanken zunehmend in den eigenen Gedanken, während sie noch immer auf das langsam herunterbrennende Feuer starrten. Ellie musste kurz im Sitzen eingenickt sein oder nur sehr tief in Gedanken versunken. Da schrie etwas im Wald hinter den Zelten. Josh sprang auf, als hätte ihn etwas gestochen. Hannah und Richie sahen ihn besorgt an, aber Ellie wusste, das war dasselbe Etwas wie vorhin. Sie und Josh sahen sich für eine Sekunde wissend an. »Mann, habe ich mich erschreckt. Was war denn das für ein Tier?« lachte Josh dann. Ellie runzelte verwirrt die Stirn. Was hatte er denn? Er wusste, dass sie etwas erfolgte, spielte es aber herunter. Das waren heute Mittag keine normalen Geräusche gewesen. Auch dieser Schrei jetzt war nicht normal. Wieso aber bemerkten die anderen es nicht? Es war nicht so, dass Ellie aus Unwissenheit etwas hineininterpretierte. Sie hätte sich gut einreden können, als Fremde in diesem Land und in dessen Natur keine Ahnung von der normalen Geräuschkulisse zu haben. Wie oft wurden Eulen für Waldgeister gehalten, wenn man noch nie des Nachts eines gesehen hat? Aber dies war nicht der Fall. Das verriet ihr untrüglich Joshs Reaktion. Seine Angst, sein Schrecken und seine vermeintlichen Kreislaufprobleme. »Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gehört«, gab Hannah zu und sah fragend zu Richie. Ja, »Wahrscheinlich nur ein Vogel«, warf Josh schnell ein, ehe Richie antworten konnte. »So, wir wollen morgen ja noch ein Stück schaffen, da sollten wir wohl jetzt schlafen gehen. Gute Nacht«, fügte er eilig hinzu. Hannah, Richie und Ellie sahen sich verunsichert an. Ellie spürte es auch. Auch die anderen bemerkten, dass etwas nicht stimmte. Irgendwas stimmte ganz und gar nicht mit Josh. Das ließ sich nicht mehr leugnen. Und dieses Etwas, das ihn folgte, hatte damit zu tun. Das jedoch wusste nur Ellie. Sie lag im dunklen Zelt und lauschte in die Nacht, unfähig, die Augen zu schließen und angenehme Träume abzutauchen. Sie lauschte dem leisen Wind, den Geräuschen vereinzelter Insekten und Richies Atem. »Du kannst auch nicht schlafen«, flüsterte er im Dunkeln. Sie nickte. »Nein, ich bin noch wach.« »Ich mach mir Sorgen um Josh«, vertraute er ihr leise an. Sie flüsterten, zum einen, um die Ruhe der Nacht nicht zu stören, in der sie sich jetzt wie ein Fremdkörper vorkamen. Zum anderen, damit ihre Freunde sie aus den angrenzenden Zelten nicht hören konnten. »Er hat sich so sehr verändert, seit er weggegangen ist. Und jetzt auch noch diese Ohnmacht heute Mittag«,
Wir sollten die Wanderung abkürzen und er muss zum Arzt gehen, nicht dass er krank ist. Ellie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie fragte sich, ob sie Joshs seltsame Worte »Ich habe es gesehen« ansprechen sollte. Ehe sie eine Entscheidung treffen konnte, hörte sie Schritte um das Zelt streifen. Wie erstarrt lag sie da, lauschte in die Nacht. Doch Richie schien eingeschlafen zu sein. Ellie war allein. Ellie war allein. Sie stand mitten im Zeltlager, doch die anderen waren nirgends zu sehen. Ihre Zelte, die zwei modernen und das Tipi, schienen verlassen zu sein. Die Asche des Lagerfeuers glühte noch schwach. Feiner Schnee begann von dunklem Nachthimmel zu tanzen. Weiße Flocken fielen leise in die graue Asche, vermischten sich mit dem verbrannten Holz und schmolzen zu einer grauen, wässrigen Masse. Ellie sah auf. Um sie nur der Wald. Augen leuchteten aus der Dunkelheit, starrten von oben auf sie herab. Eine Eule? Nein, keine Eule. Wenn sie eines wusste, dann das. Das war kein Tier. Sie wich so leise sie konnte einige Schritte zurück, stolperte beinahe über einen Ast. Taumelnd drehte sie sich um und entdeckte eine dunkle Gestalt einige Meter von ihr entfernt. Sie schlich näher an die große, dürre Person heran. Dann erkannte sie Josh. Er stand regungslos da und starrte mit verklärtem Blick gen Baumwipfel. Er ist verloren, schoss sie durch den Kopf. Da drehte Josh das Gesicht zu ihr. Seine Augen traten aus dem Gesicht hervor, seine Lippen waren schmal, so schmal, dass sie kaum noch vorhanden waren. Scharf traten die Knochen seines Schädels hervor, beinahe schien die Haut von ihnen durchstochen zu werden. Selbst im Dunkeln erkannte Ellie, wie seine Haut sich stellenweise schwarz verfärbte, als wenn er bei lebendigem Leibe verfaulte. Hinter Josh türmte sich eine andere Gestalt auf. Ellie taumelte rückwärts. Mit rasendem Herz begann sie, die Dunkelheit zu rennen. Leise legten sich weitere Schneeflocken auf die Asche, auf die Zelte, auf den Boden. Tag 3. Über Nacht war der erste Schnee gefallen. Nur eine dünne weiße Schicht bedeckte den Boden, als Ellie in die merklich abgekühlte Morgenluft trat. Trotz der kurzen Nacht war sie bereits hellwach. Der Traum der Nacht hatte sie verunsichert und sie war dankbar, nun wieder daraus erwacht zu sein. Ein weiterer Stein fiel ihr vom Herzen, als sie Josh an den Resten des Lagerfeuers sitzend sah. Der echte Josh, nicht die ausgemergelte Leichenversion aus ihrem Traum. Wobei er auch nicht viel besser aussah. Hervortretende Wangenknochen, eingefallene Augen, tiefe Augenringe, schmale, blasse Lippen. Er lächelte sie schwach an, als sie zu ihm trat. Hannah und Beth waren dabei, ein Frühstück anzurichten. Haley und Dean schienen noch zu schlafen. Richie war kurz in den Büschen verschwunden. Das war ihre Chance, allein mit ihm zu sprechen. »Hast du gut geschlafen?« begrüßte sie ihn. »Und selbst?« erwiderte er, ohne ihre Frage zu beantworten. »Hab seltsam geträumt.« Sie beschloss, direkt zum Punkt zu kommen. Vielleicht schaffte sie es, so ihn zu überrumpeln. »Was hast du gestern gesehen?« Joshs Blick war leer, unergründlich. Keine Spur einer Emotion. Er starrte sie einige Sekunden lang bloß an. »Du weißt, was ich gesehen habe, Elisabeth. Denn du hast es auch gesehen, in deinem Traum. Und bald wirst du es auch in echt sehen.« Niemand von beiden blinzelte. Sie starrte ihn mit vor Furcht gewatteten Augen an, wie die Maus vor der Schlange erstarrt. Dann näherte sich Hannah und mit einem Mal war Josh wieder er selbst. Lächelnd nahm er den ihm gereichten Becher mit Wasser sowie die Ration des Frühstücks. Ellie bemühte sich, Hannah ebenfalls anzulächeln, doch hatte sie sich noch immer wieder nicht gefasst. Einige Minuten später saßen sie alle zusammen um die Reste des gestrigen Feuers. Die Zelte waren bereits wieder verstaut und sie alle trugen mindestens eine Schicht Kleidung mehr als noch gestern. Über Nacht waren die Temperaturen unerwartet stark gesunken, stärker als die Gruppe je erlebt hatte. Auch der Schneefall war stärker geworden, der Boden mittlerweile von einem weichen Teppich bedeckt. »Wir werden heute schon umkehren«, verkündete Dean. Richie nickte bestärkend. »Wir können nicht riskieren, weiterzugehen, nicht mit dem Wetter und auch nicht mit einer so unerfahrenen Wanderin.
Nimm es uns nicht übel, fügte Richie hinzu, aber auch du machst uns Sorgen, Josh. Du bist nicht in Form, bestätigte Hannah. Wir würden uns nicht verzeihen, wenn ihr etwas passiert. Josh starrte zu Boten. Über sein Gesicht tanzten Sorge und Trauer, dann Wut. Er schloss kurz die Augen, dann nickte er aber. Ihr habt recht. So können wir nicht weitergehen. Aber fürs Protokoll möchte ich, dass Ellie als Grund vermerkt wird. Ellie lachte. Damit bin ich einverstanden. Damit war es beschlossen. Sie brachen die Wanderung ab. Dennoch hatten sie noch eine Reise von mindestens einem Tag vor sich. Bei dem Wetter eher noch zwei. Schnell war allen klar, dass der Rückweg nicht so einfach werden würde wie die Reise bis hierher. Sie kamen durch den immer dichter werdenden Schneefall und die schlechte Sicht langsamer voran. Zudem waren die Wege rutschig und mühselig. Dean ging wieder voran, blieb immer wieder stehen und versicherte sich, dass die Gruppe noch da war. Richie bildete wieder das Schlusslicht und hatte schon nach den ersten Kilometern Joshs Gepäck an sich genommen, der erschöpft vor Ellie hertrottete. Und immer wieder hörte Ellie deutliche Schritte hinter der Gruppe. Niemand außer ihr schien es zu bemerken. Nicht einmal Josh drehte sich um, von dem sie erwartet hatte, dass er es ebenfalls hören konnte. Aber entweder war er zu erschöpft, oder aber er hörte es doch nicht, oder spielten ihre Sinne ihr einen Streich. Sie erreichten eine Weggabelung, an die sich Ellie nicht erinnerte. Für sie sahen alle Bäume, alle Wege gleich aus. Zeitweise erkannte sie nicht einmal den Pfad, dem sie folgten, doch Dean ging unaufhörlich und zielsicher voran. Nach 2 Stunden machten sie die erste Pause. In der Nähe rauschte erneut ein Bach. War es derselbe wie auf dem Hinweg? Unmöglich zu sagen. Der Schnee hatte die Natur um sie in ein dichtes weißes Tuch gehüllt. Wunderschön, unberührt und eiskalt. Und unaufhörlich weiter auf sie hinabrieselnd, als wenn der Himmel ein Leichentuch über sie zu legen gedachte. Ellie schauerte bei dieser Assoziation. Vorsichtig suchte sie sich eine Stelle, an der sie sich hinter die Büsche hocken konnte, um sich zu erleichtern. Als es Kälte umfing, ihre nackte Haut, als sie die Hose herunterzog. Sie beeilte sich, doch die kurze Zeit hatte ausgereicht, um ihre Oberschenkel feuerrot einzufärben. Zitternd stapfte sie zurück zu den anderen. Sie wollte gerade aufbrechen, um noch die wenigen Stunden des Tageslichtes zu nutzen und gut voranzukommen, da hörte sie es erneut. Ganz deutlich. Ganz nah dran. Ängstlich drehte sie sich um, doch hinter ihnen waren nur Bäume. Nichts als Äste, die gen Himmel ragten. Kahle Äste zwischen den grün-weißen Nadelbäumen. Wie Geweihe. Die Schritte blieben an der Gruppe dran, aber Ellies Lippen waren wie versiegelt. Wollte sie sich nicht lächerlich machen mit ihrer Unerfahrenheit? War es nur das Echo ihrer eigenen Schritte, das sie für einen Verfolger hielt? Oder spielten ihre Sinne ihr einen Streich? Vielleicht war es auch echt. Vielleicht war da wirklich etwas, das darauf wartete, dass sie es aussprach, nur um dann real zu werden. Und solange sie nur schwieg, wäre es nichts als ein Hirngespinst. Eine Angst, die ihr nichts antun konnte. Solange sie nur nichts sagte. Ellie bemerkte erst kurz vor dem Zusammenstoß mit Hannah, dass die Gruppe stehen geblieben war. Verwirrt sah sie sich um. Noch immer sah alles gleich aus. Nadelbaumwälder im Schnee, Felsen, ein Gebirge in der Ferne, Felsen und Büsche dazwischen. »Wir sind nicht auf dem richtigen Weg«, verkündete Dean. »Soll das heißen...« Richie ließ seine Frage in der Luft hängen. Dean nickte. »Wir haben uns verirrt. Ich habe mich verirrt. Es tut mir leid, ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte.« »Das ist ja auch egal«, Beth schüttelte den Kopf. »Wichtig ist nicht, wieso wir hergekommen sind, sondern wie wir jetzt wieder heimkommen. Also was machen wir?« »Wir müssen gen Süden. Süd-Südost, genau genommen.« Richie sah gen Himmel, doch blickte er nur den Wolken und dem stetig fallenden Schnee entgegen. Dann suchte er etwas in seiner Tasche. Er zückte einen Kompass, dann wies er in Richtung rechts von dem Pfad, auf den sie hergekommen waren. »Das ist unsere Himmelsrichtung. Wir können entweder versuchen, einen Pfad oder Weg zu finden, oder wir schlagen uns querfeldein. Ersteres ist sicherer, zweiteres geht schneller, wenn wir Glück haben.« Haley schüttelte heftig den Kopf. »Wir verlassen uns nicht auf Glück. Wir gehen nicht durchs unbefestigte Unterholz, nicht mit Josh und Ellie.« »Ich schlage vor«, schaltete sich Hannah ein, »dass wir hier ein kurzes Lager aufschlagen. Josh, Ellie und Beth bleiben hier. Richie, du und ich sehen uns in diese Richtung um.
Sie deutete in eine Richtung. Und ihr, Dean und Haley, sucht dort nach einem Pfad. Wir haben jeder einen Kompass, dann finden wir die Stelle hier wieder, richtig? Die anderen nickten. Gut, dann mal los. Beth baute in Windeseile einen Windschutz auf, in den die drei sich zurückziehen konnten. Joyce' Lippen schienen, wenn das überhaupt möglich war, noch schmaler geworden zu sein und färbten sich blau von der Kälte. Er zitterte jedoch nicht einmal. Ganz im Gegensatz zu Ellie. Nun, dass sie sich nicht mehr bewegten, griff die Kälte unangenehm nach ihr. Still saß sie zwischen Beth und Ellie und lauschte. Lauschte dem Wind, dem Schnee. Horchte, ob sie die Schritte der anderen hörte. Die Schritte, die eilig zu ihnen kämen, die Stimmen, die ihnen fröhlich verkündeten, dass sie einen Weg gefunden hatten, ihnen zujubelten, dass sie so gut wie daheim waren, viel näher bei den Autos als gedacht. Lauschte, ob sie die Schritte ihres Verfolgers wieder hörte. Doch draußen blieb es still. Lange, viel zu lange blieb es still. Beth starrte hinaus, wartete auf ihre Zwillingsschwester. Josh saß wie erstarrt, wie erfroren, da und starrte ins Nichts. Ellie wagte nicht, die Stille zu durchbrechen. Und dann zerriss ein Schrei die Stille. Beth sprang auf und rannte los, ohne eine Sekunde zu zögern. »Hannah«, flüsterte Josh. Er starrte Beth hinterher, ohne zu blinzeln. Nach wenigen Schritten schon war sie außer Sicht. Der Schnee fiel immer dichter und legte sich so schnell auf ihre Fußspuren, dass binnen weniger Minuten nichts mehr davon übrig war. Nur noch eine dichte Schneedecke umgab sie. Ellies Herz raste in ihrer Brust. Die Kälte des verfrüht eingebrochenen Winters griff nach ihr, drang unter ihre Haut, bohrte sich in ihr Innerstes. Sie saß allein und vor Angst gelähmt da. Allein, nur mit dem unheimlichen Josh. Schritte. Nicht die Schritte ihres Verfolgers, sondern die von zwei Personen, die so schnell es ging, durch den Schnee zu ihnen liefen. Ellie sprang auf und spürte vor Erleichterung kaum die Taubheit ihrer eiskalten Füße. Zwei Umrisse zeichneten sich im Schneetreiben ab. Haley und Richie liefen auf sie zu. »Hannah hat sich verletzt, wir brauchen schnell das Erste-Hilfe-Set«, rief Haley ihnen entgegen. Ellie nickte, doch hatte sie keine Ahnung, wo sie dies finden sollte. Richie lief an ihr vorbei zum Zelt, kramte in einem der Rucksäcke und hatte es nach wenigen Sekunden gefunden. Er kehrte um und wollte sich wieder auf den Weg machen, dann hielt er kurz inne. »Ellie? Sieh nach Josh, Ellie, du kommst mit mir!« Ellie nickte und lief los, hinter ihm her. Sie hatte mit den unebenen, eiskalten Untergrund zu kämpfen. Der fallende Schnee landete in Haar, Gesicht und sogar in den Wimpern verfingen sich die eisigen Kristalle. Ihr Wollschal war bereits gefroren, wo die Wärme ihres Atems die Flocken eben noch geschmolzen hatte. Mit brennender Lunge hastete sie hinter Richie her, der sich scheinbar mühelos bewegte. Dann erreichte sie einen Abhang und Richie blieb stehen. Vorhin ging es gut einen, wenn nicht sogar 1,5 Meter in die Tiefe. Unten warteten Beth, Dean und Hannah. Hannah lag, den Kopf im Schoß ihrer Schwester auf dem Boden, das Bein unnatürlich abgewinkelt. Dean stand neben den beiden und hatte begonnen, aus Stöcken eine Trage zu improvisieren. Vorsichtig kletterten Ellie und Richie zu ihnen hinab. Erst jetzt sah Ellie, dass Hannahs Augen geschlossen waren. War sie ohnmächtig? Sie schluckte. Die Sache war wirklich ernst. Sie übernahm Beths Position, stützte die regungslose Hannah. Oh, wenigstens atmet sie, beruhigte Ellie sich so gut sie konnte. Beth begann, das scheinbar gebrochene Bein zu versorgen. Dean und Richie fuhren fort, die Trage zu bauen. Unter vereinten Anstrengungen gelang es ihnen, Hannah wieder ins Lager zu bringen. Zu ihrer großen Erleichterung war sie nach kurzer Zeit wieder aufgewacht. Doch war sie desorientiert und hatte starke Kopfschmerzen. »Eine Gehirnerschütterung«, verkündete Haley stirnrunzelnd, als sie wieder im Lager waren. »Damit ist nicht zu spaßen.« »Wir können unmöglich weiterreisen. Wir brauchen einen Rettungshelikopter für sie.« Dean warf Josh, der neben ihren Taschen saß, einen Blick zu. »Such unsere Telefone raus, wir müssen Hilfe rufen.« Josh nickte, öffnete ratschend den ersten Reißverschluss und wurde dann totenbleich. Hastig mit zitternden Fingern öffnete er auch den zweiten, dann den dritten Rucksack. Er erstarrte. »Sie sind weg.« »Was meinst du damit, sie sind weg?« fuhr Beth ihn an. »Die Telefone können nicht weg sein.« »Sie sind aber nicht da.« Verteidigend hob er die Hände, dann wies er auf die Taschen. »Sieh doch selbst nach, sie sind nicht da.« Beth schob ihn unsanft beiseite, wühlte zwischen Proviant und Kleidung, riss Tasche für Tasche auf und starrte ihn dann nur ungläubig an. »Du hast recht, sie sind weg.«
Aber das ist unmöglich, rief Haley. Wir können sie doch nicht alle verloren haben. Unausgesprochen hing, jemand von uns hat sie genommen. Jemand von uns ist schuld. Zwischen ihnen. Ellie spürte das Misstrauen auf sich, das unausweichlich auf der neuen Person in einer Gruppe in einer Situation wie dieser lastete. Doch niemand sprach es aus. Niemand zeigte mit dem Finger auf sie. Niemand starrte sie an. Wir müssen jetzt schnell etwas machen. Beth sah zu ihrer Schwester hinüber. Sie muss ins Krankenhaus. Wenn wir keine Hilfe rufen können, müssen wir sie holen. Die nickte. Richie, du und ich gehen. Haley, du bist Krankenschwester, du musst jetzt hierbleiben und dich um Hannah kümmern. Ellie, Josh, unterstütze sie bitte so gut es geht. Und du, Beth, baust das Lager auf und kümmerst dich darum, dass ihr gut durchhaltet, bis wir mit Hilfe zurückkehren. Ein war klar, das war das einzig Vernünftige. Das war ihre einzige Chance, dass sie alle unbeschadet aus dieser Situation herauskamen. Haley umarmte ihren Freund fest zum Abschied und sie küsste sich nur einmal lange. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr und sie nickte. Dann lösten sie sich voneinander und Richie und Dean verschwanden im anbrechenden Abend, ausgerüstet mit einem Minimum an Ausrüstung, das sie brauchen würden, um die Nacht durchzuwandern. Stumm blickte sie dem Wein hinterher. Beth war die Erste, die sich rührte. Josh, hilf mir, die Zelte aufzubauen. Haley, mach ein Feuer. Ellie, bleib bei Hannah. Wenn irgendwas passiert, ruf sofort nach uns. Ellie saß neben der schlafenden, ruhig atmenden Hannah in dem provisorisch aufgebauten Zelt. Der Schnee hatte sich längst wie eine schützende Decke oder ein Leichentuch auf die Plane gelegt. Von der Luft aus sind wir unsichtbar, schoss es Ellie durch den Kopf. Zum Glück prasselte bald ein Feuer. Woher sie das trockene Holz hatten, war Ellie ein Rätsel, spielte aber keine Rolle. Hauptsache, sie hatten ein Feuer, das ihnen Wärme spendete und als Markierung für den hoffentlich kommenden Helikopter diente, der sie hier rausholen sollte. Mindestens Hannah, die noch immer mit geschlossenen Augen neben Ellie lag. Regelmäßig hob und senkte sich der Brustkorb. Hinter geschlossenen Lidern zuckten die Augen hin und her. Es war gut, wenn sie lange schlief. Die Schmerzen einer Gehirnerschütterung waren nicht ohne. Und dazu hatte sie auch noch ein gebrochenes Bein. Hoffentlich reichten ihre Schmerzmittel, bis Hilfe kam. Hoffentlich schafften es Dean und Richie. Ellie half den anderen, Hannah vorsichtig in das besser stehende Zelt umzulagern. Sie hatten die beiden bunten Planen zu einem einzigen Unterschlupf kombiniert. Etwas, wovon Ellie nicht gewusst hatte, dass es geht. Damit sie alle in einem Raum schlafen und so weniger auskühlen würden. Das Tipi ließ sich als Lagerplatz für die Vorräte. Es war längst zu dunkel und zu kalt, um noch draußen zu bleiben. Ellie ließ sich erschöpft auf ihre Isomatte sinken. Beth hatte die Wache über ihre Schwester übernommen, damit Haley sich etwas ausruhen konnte. Keine Sekunde wollte sie Hannah aus den Augen lassen, also hatte sie angeordnet, sich mit der Wache abzuwechseln. Josh war bereits in tiefen Schlaf gesunken und auch Haley hatte sie Erschöpfung schnell eingeholt. Leises Atmen waren die einzigen Lebenszeichen der drei Schlafenden. Ellie schloss die Augen, doch ihre Ohren waren hellwach. Wieder waren da draußen die Schritte. Knirschend näherten sie sich durch den Schnee. Sie öffnete die Augen, sah zu Beth hinüber. Doch sie schien nichts gehört zu haben. Ellie haderte mit sich. Sollte sie es ansprechen und damit vielleicht unnötig Alarm machen? Wieder Schritte. Näher dieses Mal. Sie setzte sich auf. Beth sah verwundert zu ihr hinüber. Ich dachte, ich hätte da draußen was gehört, flüsterte Ellie. Beth schüttelte den Kopf. Du musst geträumt haben. Ein Traum. Ja, das konnte sein. Das musste es sein. Oh, bitte lass es nur ein Traum sein. Mit leisen Schritten folgte es der kleinen Wandergruppe. Es roch Schnee, es roch Angst, es roch Beute. Es spürte das Band, das es mit dem großen, dürren Jungen verband. Der Junge, der bald kein Junge mehr war. Der Junge, der bereits verdorben war. Der ihm bereits gehörte. Es war in seinen Träumen. Es war in seinem Geist. Schon so lange war es in seinem Geist und der Junge hatte aufgehört, sich zu wehren. War schwach, war verletzlich. War bald einer von ihnen. Aber es war ein Jäger, ein Häscher. Nicht rein aus Not zu jagen, sondern zum Vergnügen. Das war in seinem Wesen so tief verankert, wie es selbst in der Geschichte dieses Landes verankert war.
Er spürte in die Geister der Menschen hinein. Es suchte eine gute Beute, suchte das schwächste Glied. Weiß blondes Haar, fast noch ein Kind. Fremd in seinem Jagdrevier, unbeholfen, aber mutig. Das könnte eine lohnende Beute sein. Ellie drehte sich um und blickte dem Waldgeist direkt in die Augen. Tag 4. Sie erwachte schweißgebadet. Die Augen des Jägers aus ihrem Traum verfolgten sie noch immer. Mitten in ihre Seele schien es gestarrt zu haben. Für einen Augenblick, ehe sie ganz aus dem Traum hinein in die Wachwelt geglitten war, hatte sie die untrügliche, unumstößliche Gewissheit, dass das ihr Ende war. Dann klärte sich ihr Bewusstsein und sie schüttelte über sich selbst den Kopf. Ein Albtraum, nur ein Albtraum. Sie richtete sich in ihrem Schlafsack auf und sah nach den anderen. Haley saß neben Hannah, Beth lag mit halboffenem Mund und geschlossenen Augen da. Von Josh war keine Spur zu sehen, nur ein Schlafsack war da. »Hey«, flüsterte Ellie. Haley sah zu ihr hinüber. »Hey«, erwiderte sie genauso leise. »Es ist noch mitten in der Nacht, schlaf ruhig weiter.« »Wo ist...« Ellie wies zu Joshs Schlafsack hinüber. Haleys Augen weiteten sich. »Verdammt, wann ist er rausgegangen?« Ellie schüttelte unwissend den Kopf. Stumm lauschten die beiden Frauen hinaus in die Nacht, warteten auf seine Schritte, auf ein Lebenszeichen. Nichts, nur der Wind. Und dann ein Knacken. Ein leiser Schrei wie von einem sich entfernenden Vogel. Und dann Joshs Stimme. »Hey, komm raus, Elizabeth! Haley!« Ellie fuhr eine Gänsehaut über den Rücken und die Arme. Es war Joshs Stimme. Und doch war sie es nicht. Etwas stimmte nicht. Irgendwas ließ daran alle Alarmglocken schrillen und sie wusste, dass der Jäger sie eingeholt hatte. Er spielte mit ihnen. »Das ist nicht Josh«, hauchte Haley tonlos. »Kommt, es ist Hilfe da! Kommt raus, dann können sie uns abholen!« In seinen Worten hallte etwas wider, eine Dissonanz, ein Klang, als hätte sich etwas Joshs Stimme bemächtigt, doch gebrauchte sie falsch. Der Missklang schien Ellie zu packen, griff mitten in ihre Brust, mit Eiseskälte bohrte sich eine Klaue in ihr Inneres und umpackte ihr Herz. »Nicht bewegen«, hauchte Haley so leise, dass Ellie es kaum verstand. Sie saßen wie erstarrt da, während der Jäger mit viel zu schweren, viel zu großen Schritten das Zelt umrundete. »Ellie, bitte! Ellie, komm heim!« lockte nun eine andere Stimme. Auf Deutsch dieses Mal, wie Ellie erst nach einigen Sekunden klar wurde. Ihre Augen weiteten sich, als sie die Stimme ihrer kleinen Schwester erkannte. Haley schüttelte den Kopf, blickte ihr direkt in die Augen, wie um Ellie mit ihrem Blick hier festzuhalten. »Ellie, mir ist kalt!« jammerte die dissonante, missklingende Stimme ihrer kleinen Schwester weiter. Ellie schloss die Augen und presste beide Hände auf die Ohren. »Bitte lass es nur ein Albtraum sein! Bitte nur ein Traum! Ein Albtraum! Bitte, bitte!« Es war kein Traum und Ellie träumte auch die gesamte Nacht nicht mehr. Vor Angst zitternd saßen sie und Haley da, wachten über die schlafenden Zwillinge und wagten gar nicht an Josh zu denken. Der Jäger ließ von ihnen ab, doch kam keiner von ihnen zur Ruhe. Irgendwann regte sich Hannah. Sie verzog vor Schmerzen das Gesicht, worauf Beth wie angestochen aus ihrem Schlafsack sprang und in ihrer Medizintasche nach dem Schmerzmittel wühlte. Haley und Ellie sahen sich stumm an. Sie verloren kein Wort über das in der Nacht gehörte. Weder half es ihnen in ihrer Lage, noch wussten sie, was sie hätten erzählen sollen. Und Josh blieb von da an verschwunden. Die ganze Nacht hindurch hatte es geschneit, sodass sich keine Fußabdrücke um das Zelt herum fanden. Weder von Josh noch vom Jäger. Haley und Beth machten sich beim Anbruch des ersten Tageslichts auf die Suche nach Josh. Doch hatten weder Haley noch Ellie eine Hoffnung, dass ihr Freund wieder auftauchen würde. Ihre Rufe echoten durch den Wald, schreckten Tiere auf. Doch erhielten sie keine Antwort. Ellie saß am Lagerfeuer und betete, bald das Geräusch eines Helikopters zu hören. Sie betete, dass Dean und Richie sich nicht verlaufen hatten, dass sie nicht erfroren waren, dass der Jäger sie nicht gefunden hatte.
Hannah hatte dankend eine weitere Dose Schmerzmittel genommen, einen großen Schluck Wasser getrunken und zum ersten Mal seit ihrem Unfall wieder Appetit. Die erste Übelkeit der Gehirnerschütterung war dröhnenden Kopfschmerzen und starke Benommenheit gewichen. Ihr war noch nicht einmal aufgefallen, dass sich die Gruppe beinahe halbiert hatte. Ihre dunklen Augen huschten immer wieder hin und her, wenn sie mit jemandem sprach, und die meiste Zeit hielt sie sie einfach geschlossen. Ach, besser so, dachte Ellie. Wenn wir hier nicht lebend wegkommen, soll sie zumindest keine Angst haben. Sie erschrak selbst vor diesen Gedanken. Nein, das durfte sie nicht denken. Sie würde hier wieder wegkommen. Dean und Richie wären bald bei den Autos und dann würden sie Hilfe holen. Hallie und Beth gaben nach einer Stunde die Suche nach Josh auf. Sie hatten die nähere Umgebung durchsucht, hatten sich heiser geschrien mit dem unaufhörlichen Rufen nach ihm. Doch Josh blieb verschwunden. Wo kann er denn sein? Beth ließ sich verzweifelt am Lagerfeuer sinken. Wieso ist er denn einfach gegangen? Und wann? Wieso haben wir es nicht bemerkt? Hallie starrte stumm in die Flammen. Josh musste entweder während ihrer oder während Beths Wache gegangen sein. Doch niemand erinnerte sich, wann er das Zelt verlassen hatte. Auch seine Sachen waren noch vollständig hier, selbst seine Jacke und seine Stiefel. Er musste barfuß, viel zu dünn angezogen, mitten in der Nacht losgegangen sein. Vielleicht ist er geschlafwandelt. Warum sollte er das sonst tun? Überlegte Beth weiter. Hätten wir ihn da nicht finden müssen? Fragte Hallie tonlos. Aber was, wenn er irgendwo gestürzt ist? Beth, bitte. Wir können nichts tun, unterbrach Hallie sie. Bitte lass uns einfach hoffen, dass bald Hilfe kommt und dass die uns helfen können, nach ihm zu suchen. Wenn wir jetzt in Panik geraten oder kopflos durch den Wald laufen, passiert am Ende nur noch jemanden etwas. Beth nickte. Sie blickte kurz für Gedanken verloren ins Feuer. Dann stand sie auf und ging zu ihrer Schwester. Hallie und Ellie blieben allein am Feuer zurück. Sie sahen sich an. Josh ist tot, dachte Ellie. Hallie nickte, als hätte dieser von unerdrücklicher Klarheit getränkter Gedanke sie erreicht. Er ist tot. Und doch wandert er noch durch die Wälder, denn der Jäger hat ihn erwischt. Ellie wusste nicht, was der Jäger war. Sie wusste nicht, was er tat, was er wollte. Doch sie spürte, dass er nach langer Jagd sein Opfer zu sich geholt hatte. Sie spürte es so sicher, wie sie spürte, dass sie sein nächstes Opfer sein sollte. Sie nutzten das Tageslicht, um ihre Wasservorräte am nahegelegenen Fluss aufzufüllen. Hallie blieb bei Hannah, um sie zu versorgen und ein Auge auf sie zu haben. Noch immer bestand die Gefahr einer Komplikation. Hirnblutung, Infektion und weitere Horrorszenarien blitzten durch Ellies Kopf. Beth war von Ellie begleitet worden. Niemand geht mehr allein, hatte sie beschlossen. Wir müssen aufeinander Acht geben. Beinahe war es friedlich anzusehen, wie das Wasser schnell zwischen den Felsen hindurchschoss, um dann langsamer zu einem breiten Strom zu werden und gemächlich zwischen schneebedeckten Ufern dahin zu treiben. Einzelne Blätter tanzten auf der Oberfläche und immer wieder war das Aufblitzen eines Fisches zu sehen. Ellie atmete die kalte, klare Luft ein. Sie roch würzig nach Wald, nach Tannennadeln und nach Schnee. Und nach dem Jäger. Ellie erkannte den Geruch jetzt. Sie hatte ihn schon seit Beginn der Wanderung gerochen. Irgendwann am ersten Tag war er ihr in die Nase gestiegen und sie hatte ihn nicht zuordnen vermocht, doch jetzt war sie sich sicher. Sie konnte es nicht beschreiben, doch so sicher, wie sie seinen Blick auf sich fühlte, roch sie ihn. Sie fröstelte und schlang die Arme um sich zu wärmen. Es war eine Kälte, die wie aus ihrem Inneren zu kommen schien, als pumpte ihr Herz mit jedem Schlag mehr durch ihre Adern. »So, wir können zurück«, verkündete Beth und drückte Ellie eine der Taschen in die Hand. Dankbar, sich durch die Bewegung wieder aufwärmen zu können und sich nicht mehr wie auf dem Präsentierteller zu fühlen, nahm sie diese entgegen. Hannah hatte Fieber bekommen. Zitternd lag sie unter mehreren Decken, ließ sich immer wieder von Hallie und Beth überzeugen, kleine Mengen Wasser oder Tee zu sich zu nehmen. Ellie saß am Feuer, wusste nicht, was sie tun sollte. Auch ihr war kalt, doch ihre Kälte stammte mitten aus ihrer Brust. Nichts schien sie wärmen zu können. Der Schnee fiel immer dichter, unmöglich zu sagen, wie spät es war. Ihre Telefone waren schließlich verschwunden und Ellie hatte schon lange keine Armbanduhr mehr.
Der Blick gen Himmel verriet nur, dass die dichten Wolken sich nicht zu verziehen gedachten. Es dämmerte. Dann wurde es still. Ellie saß noch immer am Lagerfeuer und legte Scheit für Scheit nach, damit es nicht ausging. Damit der Rettungshubschrauber sie sehen würde. Zum Abend war Hannahs Fieber noch gestiegen und sie hatte unkontrolliert zu zittern begonnen. Weder Beth noch Haley ließen sie aus den Augen, sodass Ellie sich der Aufgabe annahm, etwas zu essen zuzubereiten und weiterhin das Feuer zu hüten. Sie konnte sich ohnehin nicht vorstellen, auch nur ein Auge zuzutun. Ihre Gedanken begannen, um Josh zu kreisen. Hat er sich genauso gefühlt wie sie? Beobachtet? Gejagt? Gefroren? War er deswegen gegangen? Hatte er gehofft, den Jäger abzulenken und so seine Freunde retten zu können? Verdammt, warum hatte sie nicht mit ihm gesprochen? Sie hätte es versuchen müssen, dann wäre er jetzt nicht weg, dann... Danke, dass du auf das Feuer aufgepasst hast. Haley ließ sich neben ihr nieder und unterbrach ihr Gedankenkreisen. Sie war blass und erschöpft, Sorgen standen ihr ins Gesicht geschrieben. Keine Ursache. Ellie reichte ihr ein Stück Brot, das sie über dem Feuer erwärmt hatte. Haley nahm es dankend an. Schweigend saßen sie zusammen, dann begann Ellie zu sprechen, den Blick noch immer starr aufs Feuer gerichtet. »Sollen wir es heute Nacht brennen lassen? Meinst du, das wird uns schützen oder wird es das von heute Nacht eher anlocken?« Über Haleys nachdenkliches Gesicht tanzten die Lichter der Flammen. »Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich wüsste, was das war. Ich habe den ganzen Tag daran gezweifelt, was ich gehört habe, aber wir haben es beide gehört. Es kann kein Traum gewesen sein.« »Ich glaube, es ist hinter mir her«, flüsterte Ellie. »Es hat die Stimme meiner Schwester imitiert. Es wollte ausdrücklich mich herauslocken.« Sie schlang die Arme um sich. Die Kälte wollte sich weiter ausbreiten, erreichte langsam ihre Arme und Beine. Ihr Körper schien sich nicht wehren zu können. Oder zu wollen. Ihre Muskeln zitterten nicht einmal. Da war nur diese verzehrende, lärmende Kälte, die langsam Ellies Geist zu verschlingen schien. Sie spürte Angst, doch die Angst war gedämpft, gefroren von der Kälte. Bald wäre sie egal, was geschah. Bald wäre sie nicht mehr in der Lage, Anteil zu nehmen an dem, was sie erlebte. Doch sie schwieg. Sie wollte den anderen noch keine Sorgen machen, nicht wo es Hannah doch so schlecht ging. »Das ist nur Hoffnungslosigkeit. Das ist nur ein Ausnahmezustand, weil wir in Lebensgefahr sind«, versuchte sie, sich zu beruhigen, versuchte es zu rationalisieren. Das wäre auch viel wahrscheinlicher, als dass sie von einem sie jagenden Naturgeist verfolgt wurde, der sie zum Spaß mürbe machte und ihr Herz gefrieren und sie durch Infiltration ihres Geistes und ihrer Träume langsam ihrer Menschlichkeit berauben würde. Langsam und appetitlos kaute Ellie auf einem Stück Brot herum. Das konnte ihren Hunger nicht stillen. Der Jäger hat sein Opfer in der Falle. Es war beinahe zu einfach gewesen. Ein geschwächter Geist, ein angreifbarer Körper. Das war beinahe langweilig. Vielleicht sollte es lieber noch mit seinem Opfer spielen. Josh kniete auf dem Boden, den Kopf gesenkt. Zu schwach, um zu weinen, zu geschwächt zu laufen. Laufen? Wohin denn auch? Es gab keinen Weg hier weg. Der Jäger hat ihn in die Enge getrieben. Josh schwankte. Der Hunger nagte an seiner Widerstandskraft. Der Jäger wusste, sein Opfer hatte bereits verloren, wehrte sich nur noch zum Schein. Nicht mehr lange und der Widerstand war komplett gebrochen. Die Wellen rund um das kleine Boot peitschten bis hinauf auf das verlassene, das verlorene Deck. Nur noch ein Mann der Crew war da. Nur noch eine lebende Seele. Josh war seit 4 Tagen der letzte lebende Mensch an Bord. Wo sie genau verschollen waren, vermochte er nicht zu sagen. Doch jetzt hatte der Jäger, der ihn seit dieser Nacht in den Wäldern verfolgt hatte, aufgespürt. Hatte seinen Geist infiltriert. Der Hunger in Joshs Magen war nicht mehr zu stillen. Er hatte es versucht. Er hatte den Proviant verzehrt, hatte versucht, diesen Drang zu befriedigen. Aber die Rationen waren seit 4 Tagen aufgebraucht. Er zitterte vor Schwäche, vor Kälte, durchnässt und müde. Und hungrig. So hungrig. Er blickte auf und aus dem Sturm blickten ihm 2 starrende Augen entgegen. Die Augen des Jägers. Seine knochigen Finger streckten sich aus. Erst dachte Josh, der Jäger wollte ihnen die Hand reichen, doch dann sah er, worauf sie deuteten. Auf seine Rettung.
Er hatte den Gedanken selbst schon gehabt, aber der Hunger nagte. Sein Widerstand brach. Später würde er sagen, die anderen Crewmitglieder wären über Bord gegangen. Dass einer von ihnen nicht ertrunken, sondern an Deck gestorben war, würde er niemals verraten. Tag 5. Der Tag begann mit einem schmerzenden Hunger in ihrem Inneren und einer Kälte, die sie umschlang. Genau wie der letzte Tag geendet hatte. Sie starrte stumm ins Feuer, war nur zwischenzeitlich eingenickt, hatte aber nicht fest schlafen können. Und dann diese Träume. Nein, dieser Traum. Es gab alles Sinn und doch auch nichts. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen, legte Feuerholz nach, wenn nötig, und nahm kaum wahr, wie sich Haley und Beth um die immer kränker werdende Hannah kümmerten. Der Helikopter musste bald kommen. Falls Dean und Richie es geschafft hatten, flüsterte der Zweifel. In ihrem Kopf waren Bilder erfrorener Körper. Dean und Richie, die mit aufgerissenen Augen tot ans Nichts starrten. Weißblaue Haut, abgestorbene Hände und Füße, steif gefroren, erstarrt. Verloren inmitten einer leeren weißen Landschaft. Keine Hilfe in Sicht, keine Hoffnung. Nur tote braune und blaue Augen, die nichts mehr sahen, auf deren Netzhaus sich kein Bild mehr fand. Herzen, die nicht mehr schlugen. Nur ein kalter Wind, der mit den Haaren spielte, während der stetige Schneefall sich über sie legte und sie verschwinden ließ. Bald wären da nur noch zwei Hügel im Schnee. Unebenheiten, die genauso gut auch Baumstämme hätten sein können. Bis zum Frühling würden sie gefroren dort liegen. Und wenn der Schnee beginnen würde zu schmelzen, wenn es warm werden würde, würde vielleicht ein Raubtier kommen. Ganz sicher aber die Insekten. Die toten Körper der beiden würden beginnen zu zerfallen. Und wenn es Sommer wäre, wären nur noch die Knochen da. Vielleicht auch nicht mehr. Ellie wusste nicht, ob es hier nicht sogar knochenfressende Tiere gab. Das Lächeln der beiden jungen Männer würde nie wieder erstrahlen. Nur noch von den Suchplakaten, die ihre Familien in Regina und Umgebung aushängen würden. Ihre lebendigen Gesichter auf dem Papier würden verblassen, während ihre toten Körper unentdeckt unter dem Schnee liegen würden. Nach und nach würden die Plakate weniger werden. Da wären nur noch zwei da. Eines bei ihren Familien, eines im Büro irgendeines Provinzpolizisten, der die Augen weiterhin offen halten wollte. »Hör versprochen, Ma'am, ich bringe ihre Jungs nach Hause. Ich werde nicht aufhören, bis sie nicht gefunden habe.« Und dann werden da irgendwann ihre Grabsteine über leeren Gräbern. Zwei Steine, um einen Ort zum Trauern zu schaffen, weil ihre Familien irgendwann hatten aufgeben müssen. Sie hatten begonnen müssen zu trauern, um weiterleben zu können. Weiterleben ohne die beiden, ohne ihr Lachen, ihre Umarmung, ohne ihre Träume, ihre Wünsche, ohne ihre Besuche zu Thanksgiving, zu Weihnachten, zu Geburtstagen, ohne Anrufe, ohne dass einer von ihnen hatte heiraten können, seinen Eltern Enkelkinder geschenkt hätte, ohne wirklich erwachsen zu werden, ohne je das College beendet zu haben, einen Job gefunden zu haben. Ihre Familien würden mit dieser Lücke zu leben lernen müssen, mit dem einen Platz, der immer frei bleiben würde. Den einen Namen, den man nie wieder im Präsens verwenden würde. Anfangs noch häufiger, dann stocken und sich erinnern. Nein, er ist fort. Und irgendwann würden Richies kleine Geschwister ihren neuen Freunden erst nach Monaten erzählen, »Oh, ich hatte meinen großen Bruder, aber er ist beim Wandern mit seinen Freunden verschwunden und nie wieder aufgetaucht.« Irgendwann würden die Menschen in Regina aufhören, die Eltern der beiden jungen Männer, wie hießen noch die beiden jungen Wanderer, die damals verschwanden, mit Mitgefühl anzusehen. Irgendwann würden Dr. Marian Reynolds und William McNabb wieder vor allen Akademiker an der First Nations University in Regina, Kanada, sein und nicht mehr die zwei Eltern, die ihr Kind verloren hatten. Irgendwann würden sie Enkel von Richies jüngeren Geschwistern haben. Ihre Enkel würden wissen, ja, wir hatten noch einen Onkel, aber der ist schon lange tot. Und dann wären Richies Eltern irgendwann tot und nur noch der Schatten einer dunklen Erinnerung und seine Knochen würden längst nicht mehr sein. Irgendwann wäre nichts mehr von ihm. Und dann wäre irgendwann auch die letzte Erinnerung an ihn fort und es wäre, als hätte es ihn nie gegeben. Als läge er jetzt nicht erfroren im Wald, als hätte er nicht versucht, Hilfe zu holen, um seine Freunde zu retten. »Ellie, du musst aber etwas essen!« Haleys Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Ellie blinzelte ihr verwirrt entgegen und spürte wieder den schmerzhaften Hunger an ihr Nacken.
Doch beim Anblick des Brotes, das sie ihr hinhielt, verging ihr sofort der Appetit. Haley ließ das Brot fallen. Sie beachtete Ellie nicht mehr, sondern rannte, sprintete zum Zelt zu Beth hinüber. Beth schrie. Sie schrie laut und schrill und verzweifelt und so wie nur ein Mensch schreien kann, der seine zweite Hälfte verloren hatte. Hannah war tot. Ellie erinnerte sich nicht an den Rest des Tages. Sie musste weiterhin am Feuer gesessen haben, während Beth den Körper ihrer Schwester hielt und schrie und weinte, als Hannahs Todeskampf endlich vorbei war. Ein Krampfanfall. Vielleicht eine Hirnblutung wegen des Schädelhirntraumas. Es war zu spät. Aus zwei leeren Gräbern wurden drei. Würden vier, fünf, sechs werden. Sieben, denn Josh würden sie auch nicht finden. Sie saß am Feuer und in ihr brannte der Hunger, nagte die Kälte. Irgendwann war es Abend, war es dunkel und sie saß allein da. Beth und Haley mussten im Zelt sein. Vielleicht hatte Haley sie überredet, ins Zelt zu kommen. Bitte, Ellie, du musst ins Warme kommen, hier draußen ist es zu kalt. Komm schon, du darfst nicht krank werden. Bitte, Ellie, du... Nein, geh! Ellie war nicht kalt, nicht äußerlich zumindest. Innerlich war sie eine Statue aus Eis. Der Schnee hatte aufgehört, sich unaufhörlich auf sie zu legen. Ellie sah gen Himmel und erkannte den Gürtel des Orion, den kleinen Wagen, Cassiopeia. Mehr kannte sie nicht. Doch, da, der große Wagen. Der Hunger wollte sie in die Knie treiben. Sie umschlang den Körper mit den Armen, bis die Zähne aufeinander, um nicht zu schreien. Dann sah sie auf. Etwas hatte im Unterholz geknackt. Etwas war näher gekommen. Sie sah auf und blickte dem Jäger in die Augen. Er stand zwischen den Bäumen, regungslos. Er fixierte sie mit seinen leeren Augenhöhlen. Da knackte es erneut und ein Etwas, das einmal Josh gewesen war, kam auf dürren Beinen zur Ellie hinüber. Sie sah seine ausgezehrte Gestalt, die ausgemergelten Wangen, die herausstechenden Augen, gelb wie die einer Eule, den schmalen Mund, lippenlos und hungrig. Seine Abdrücke im Schnee bestanden nur noch aus einer spitzen Ferse und einem einzelnen krallenbewachsenen Zeh. Seine langen Arme hingen an ihm hinab, die Finger dürr, selbst beinahe wie Äste, endeten in Krallen wie die einer Raubkatze. Doch Ellie hatte keine Angst. Ellie hatte Hunger. Tag 6. Früh am Morgen des nächsten Tages durchschnitten die Rufe des Suchteams die Stille des kanadischen Nationalparks. Davon aufgeschreckt schrie ein Vogel, erhob sich aus dem Wipfel eines Baumes und flog der Morgenröte entgegen. Vor ihnen eröffnete sich eine Szene, wie sie noch nie zuvor gesehen hatten. In der Mitte der kleinen Lichtung neben der Feuerstelle war ein großes Zelt aufgebaut gewesen. Davon waren nur noch Fetzen übrig. Die Zeltstangen lagen wie die Knochen eines zerfetzten Kadavers umher. Der weiße Schnee rundherum hatte sich rot gefärbt. Es wurden nur die Leichen von drei Frauen gefunden. Eine rothaarige, muskulöse und zwei afrokanadische Frauen. Aus ihren Körpern musste ein Tier mit aller Gewalt Stücke herausgerissen haben, hatte gerade genug übrig gelassen, um eine Identifizierung möglich zu machen. Zwei Paar blutiger Fußspuren führten von den Leichen in den Wald. Ein Paar eindeutig menschlich, das andere wie von einem großen Vogel. Doch war kein Tier dieser Art hier heimisch. Der Suchtrupp durchkämmte den Wald, rief die Namen der beiden noch Vermissten. Dean und Richie hatten es geschafft, doch sollten sie ihre Freunde nie wiedersehen. Josh blieb verschwunden. Ellie kehrte zwei Wochen später in ihre Heimat nach Rothenburg zurück. Sie wurden gefunden, doch schwieg sie über das, was in der Nacht geschah. Offiziell ging der Vorfall als Bärenangriff in die Statistik ein. James.